haben wir schon wieder ein kleines Video für die Woche. Die Fenster sind auch wieder vorne offen. Für jeden Fahrerstand wenigstens. Auch mit dem Camcorder filmen, aber das fällt mir auf. Na komm, ist das echt dumm. Fahren wir halt gleich direkt bis Langwasser Süd. Das ist noch Qualität, so muss es sein. Nur leider kann man wegen die blöden Maulkörbe den guten Duft nicht genießen. Das ist doch blöd sowas. Ist die schon erzählt im Haus bei mir? Wollen sie die Kameras austauschen? Hab ich zum Hausmeister gesagt, ja. Ja, dann möchte ich eine haben mit dem ganzen System. Ja, ich habe auch schon nachgefragt. Weil ich finde es auch scheiße, das Zeug einfach wegzuschmeißen, obwohl das Zeug noch funktioniert. Ist so. Ja. Scheiß Wegwerfgesellschaft, Umweltverschmutzer. Aber die Hausverwaltung möchte es nicht, weil der Preis ist schon inbegriffen. Der Abfallpreis vom Austausch. Was für ein Scheiß ist das denn, Alter? Ach, geht zu. Welche Marke ist es? Das wissen wir nicht, welche Aufzugmarke. Auf jeden Fall mit Nürnberger Bild sogar dabei. Hoffentlich kein Hoffmann, sondern Schmidt und Sohn oder sowas. Nächster Halt. Das erkennt man nicht. Aufstieg in Fahrtrichtung links.
Glück, dass der im Abstellgleis ist. Mhm. Weil das der 401-Verarscher war. Können wir es machen? Später dann. Was sich da verändert hat, habe ich. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich hau lange in meinen Nürnberg jetzt raus. Wie lange war ich jetzt nicht mehr in Nürnberg? 3 Monate? Hautschuhe. Hautschuhe? Dann hätte ich einen guten Plan. Wir haben eh noch genug Zeit. Fahren wir halt nach Langwasser Süd und von Langwasser Süd nochmal zurück bis daher. Werden wir schon unseren guten TT2 erwischen? Camcorder hätte ich ja auch dabei, dann könnte ich auch noch mal bessere Bilder machen von den Leuchten und alles. Ja. Ich muss dann bloß gucken, wann man das eine andere nachholen kann, dass ich nachher langen kann. Ja. 18.04. war das letzte Mal in Nürnberg. Ist ja heute nichts geworden, weil. Naja. Wir haben ja 3 Monate Zeit jetzt. So lange ist es da. Bis auf Bus. Bis auf Bus. Noch ein Rundstück. Die Julia auch noch. Ja. War das? VF3, Nürnberger Flügenfreiquest. Aber es zählt nicht, dass ich in Nürnberg da war bei Flügenfreiquest. Das ist apropos, ich muss sie eh noch was fragen. Ich hoffe, ich vergesse das dann später nicht. Ah, von dem Fahrgeschäft. War einfach offen. Ist doch gut. Beim ehemaligen Konrad mittlerweile getan hat. Ja. Das interessiert mich nämlich auch noch ein wenig. Wir müssen ja bloß bei der Rückfahrt dann ja, eine andere Wagennummer nehmen. Hier werden wir schon lang warten. Dann können wir gucken, was bei der Rückfahrt, wie weit die mit dem Abriss sind. Das können wir ja einen Verschluss machen.
Wenn du vorhin den TD2 gesehen hast, dann müsst ihr uns ja gegenüber dann der spezielle TD1 vielleicht begegnen, weil den habe ich nämlich gesehen, hab gegenüber vorhin. Oh, und da ist vorhin wieder was kaputt, wa? Grün und Rot ist sogar kaputt. Der Fehler, der Defekt kommt mal nicht davon. Jetzt fange ich jetzt mal an.
Oh. Hör ich das jetzt bloß oder ist gerade irgendwie das Ohrdruck so ein wenig komisch da? Merkst du das nicht? Das ist gerade ein wenig zerstottert im Ohr. Die Linie ist schon wieder kaputt. Und die U1 ist schon wieder weg. Das Geräusch ist hoffentlich bloß an der Kamera drauf. Oder Handy, was auch immer. Die Äste immer wieder wegschneiden. Der Stottern, Wahnsinn. Das habe ich doch gemeint, der Stottern. Das geht ins Ohr rein, aber wo kommt das her? Müsstest du eigentlich unbedingt noch erwischen, ne?
Dieser Zug endet hier. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Langwasser Süd. This train terminates here. All passengers, please leave the train.